Was sagst du? Du als Herr an meiner Seite auf Gut Allen? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Tatsächlich? Mit deinem Zigeunerleben heute hier und morgen da wäre dann allerdings Schluss. Ja, wenn du meinst. Naja, schließlich brauchen unsere Kinder einen Vater. Und 10 möchte ich mindestens. 10? Machen die nicht einen furchtbaren Lärm? Das hoffe ich doch. Ich meine, hier kann man ein bisschen Leben rein. Im Ernst? Selbstverständlich nicht. Jörg, natürlich will ich Kinder. Aber sei mir nicht böse. Von dir? Du bist mein bester Freund. Ja, die beste Voraussetzung also. Nein, die beste Voraussetzung für eine Ehe ist Liebe. Und du liebst mich doch gar nicht, oder? Naja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Siehst du, wenn es so wäre, dann hättest du jetzt keine Sekunde gezögert. Vermutlich hast du recht. Auch wenn es ein bisschen schade ist. Bleiben wir Freunde? Die Besten. Diensten sein. Ich habe abgelehnt. Was? Jungs Heiratsantrag. Warum? Magst du ihn nicht? Doch. Aber ich habe trotzdem nur den ganzen Tag an dich gedacht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal an was anderes gedacht habe als an dich. Ich habe ja versucht, mich dagegen zu wehren. Ich weiß, dass ich das nicht darf, immer und überall an dich denken. Sag mal doch, was wollte denn dieser Hartenstein von dir zu dieser Stunde an einem solchen Tag? Du wolltest über Geschäfte reden. Und? Darf ich fragen, ob ihr euch einig geworden seid? Frau Hartenstein vertröstet an den Geburtstag meiner Tochter. Habe ich anderes zu tun? Nein, das ist er nicht. Hier, für einen der besten Freunde das Beste aus meinem Weinkeller. Mutter, du bist immer an meiner Seite gestanden. Auch wenn es mal schwierig war, das ist ein kleiner Dank doch das Wenigste, was man tun kann. Es war ein herrliches Fest. Auch wenn mein Täubchen am Ende etwas müde wirkte. Ich bin auch keine 18 mehr, mon General. Und Sie, Gräfin Sophie, sind Sie auch müde von Ihrem rauschenden Ball? Gar nicht, Baron. Ich könnte die ganze Nacht durchtanzen. Es war der schönste Geburtstag meines Lebens. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Deine Gäste sind begeistert. Ja. Vor allem die jungen Herren. Oh ja, hier, danke. Boto, eine kleine Aufmerksamkeit. Oh, danke. Sie strahlen so. Ist vielleicht einer der Herren Grund dafür? Es ist nur alles so furchtbar aufregend. An Ihrer Stelle würde ich auch nicht gleich öffentlich verkünden, wenn ich mich verliebe. Aber wenn Sie mal etwas fragen möchten, ich bin gern für Sie da. Wenn man so jung ist wie Sie, da gibt es ja so vieles, was man noch nicht weiß. Das ist nett, Baronin. Also nimm das nicht krumm. Aber die Qualität des Weines ist nichts im Vergleich zum Charme und zur Anmut deiner Tochter. Es müsste wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn das Gut nicht bald von Verehrern belagert wäre. Wir lassen uns überraschen.
Brauchen Sie etwas, Herr? Nein. Du darfst auf keinen Fall vergessen, das Collier morgen früh für die Gräfin zu besorgen. Leo, mein Bester. Wo willst du damit hin? In die Küche, wenn Sie gestatten. Nein, das gestatte ich nicht. Die gefällt mir, die bleibt hier. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Danke, ich bin wunschlos glücklich. Eine geruhsame Nacht. Ebenso. Zu dir. Sophie. Jörg. Den nächsten Tanz reservierst du aber für mich. Den nächsten Tanz? Er scheint heute im Speisezimmer schlafen zu wollen. Guter Mann. Ja. Wir müssen vorsichtig sein. Der wunderbarste, den ich je geträumt habe. Gute Nacht, Max. Bis morgen, ich freue mich schon. Gute Nacht, kleine Gräfin. Mit Jörg wird es noch mal ein schlimmes Ende nehmen. Ach was, in seinem Alter bin ich ständig auf Bällen eingeschlafen. Guten Morgen, Jörg von Kettler. Magda. Was machst du an meinem Bett? Naja, gegen den Schlafplatz ist ja nichts einzuwenden, aber dass ich das Glas nicht ausgetrunken habe, ist wirklich merkwürdig. Verzeihen Sie, Graf, der Champagnerhändler Schmidt ist da. Ich lasse bitten. Aha, der Champagner ist von Ihnen. Tragen Sie ja die Schuld an meinen Kopfschmerzen. Also, Jörg, ich glaube, es ist besser, du gehst jetzt ins Bett. Hm? Das wird auch dein Kopf begrüßen. Wie immer eine ausgezeichnete Idee. Theo, bring bitte das Scheckbuch. Wenn es recht ist, gnädiger Herr, dann würde ich das Geld lieber gleich mitnehmen. Herr Schmidt ließ mich wissen, dass es ihm wegen der Höhe des Betrages unmöglich ist, in Vorauslage zu gehen. Das ist die Aufstellung der Kosten. Warten Sie einen Augenblick.
20, 40, 60, 80. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Wie viel Bargeld haben wir noch? Nun, die Kasse ist fast leer. Ich muss jetzt sehen, wie viel Geld ich noch flüssig machen kann. Was soll ich? Magda. Guten Morgen, liebe Gudrun. Morgen, Sophie. Es riecht aber wieder gut bei dir. Du strahlst ja heute Morgen wie die Sommersonne. Gibt es einen besonderen Grund dafür? Ach, Gudrun, ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt kein schöneres Gefühl als die ganze Nacht zu tanzen. Man müsste doch jede Nacht einen Ball feiern. Das würde selbst einem jungen Ding wie dir irgendwann zu viel. So. Und jetzt sag schon, wer von den jungen Herren hat dir den Kopf verdreht? Hm? Ach, ich weiß nicht. Naja, einer von denen hat mir allerdings wirklich gut gefallen. Verflixt. Ich wette, es ist der Freiherr vom Ketteler. Habe ich recht? Guten Morgen zusammen. Was gibt's denn heute Schönes? Erbsensuppe mit Schwarte. Magst du mal probieren? Köstlich. Ich weiß. Kriegst du den Tee für die Herrschaften auch so gut hin? Tee. Soll im Speisezimmer serviert werden in 15 Minuten. Theo, es geht um Tee und nicht um Leben und Tod. Otto! Entschuldige, ich bin gleich wieder da. Otto, ich will dir noch einmal danken. Es war ein großartiges Fest. Das freut mich. Bist du beschäftigt? Nichts, was nicht warten könnte. Bitte sehr. Setzen wir uns. Von diesem Ball wird man noch in Jahren reden. Vielen Dank. Aber ich wollte etwas anderes mit dir besprechen. Du hast einmal Interesse an dem Bild in unserem Speisezimmer bekundet. Das Bacchusbild? Ja, ein echtes Meisterwerk. Warum fragst du? Meine Schwester, die möchte gerne das Speisezimmer umgestalten. Und da würde das Bild allerdings stilistisch nicht mehr dazu passen. Verstehe ich dich richtig? Du bietest mir das Bild zum Kauf an. Nun, du möchtest es gerne und wir würden es auf den Speicher stellen. Was liegt da näher? Ja, da hast du recht. Also was den Preis betrifft, von einem Freund nehme ich nicht mehr, als ich selbst bezahlt habe. Danke, dass du dabei an mich gedacht hast. Du machst mir eine große Freude mit dem Bild. Nach Sonnenuntergang in die Ruine kommen? Ich habe Sehnsucht. Und wenn ich 3 Tage dafür hungern müsste? Ich bin da. Gräfin, ich möchte Ihnen Besuch anmelden. Herr Hartenstein! Gräfin? Sie haben den Weg leider umsonst gemacht. Mein Vater ist nicht da. Ich komme Ihretwegen, Sophie. Meinetwegen? Als ich gestern Ihren Vater besuchen wollte, da wusste ich nicht, dass ich Ihren Ball störe. Dafür wollte ich mich entschuldigen. Ja, aber ich bitte Sie, woher sollten Sie wissen, dass wir einen Ball feiern? Sie haben sich also nichts vorzuwerfen. Dennoch ist es mir ein Bedürfnis, Ihnen nachträglich ein Geburtstagsgeschenk zu überreichen. Oh, ich danke Ihnen. Wollen Sie nicht hereinkommen? Hm. Ein wirklich schönes Stück. Haben Sie es selbst ausgesucht? Selbstverständlich, Gräfin. Solche Dinge überlässt man doch nicht dem Geschmack anderer. Gefällt es dir, Liebes?
Wie könnte mir etwas so Schönes nicht gefallen? Aber es ist zu wertvoll. Ich kann es nicht annehmen. Aber Sie würden mir eine große Freude damit machen. Bitte. Bei Ihrem wertvollen Geschenk fehlen meiner Nichte einfach die Worte. Dann wünsche ich mir, dass Sie viel Freude damit haben. Und jetzt rufen die Geschäfte. Gräfin. Was für ein Parvenu. Er verfügt so gar nicht über das rechte Maß. Wie kommt er dazu, dir seinen Schmuck zu schenken? Wahrscheinlich war es einfach nett gemeint. Ach, verschwenden wir keinen Gedanken mehr an ihn und wenden uns den wirklichen Herren zu. Welchen von deinen Gästen hast du schon geantwortet? Er hatte noch gar keine Zeit dazu. Muss ich denn wirklich allen schreiben? Du wirst doch nicht unhöflich sein. Komm, ich helf dir. Wir sortieren erst die aus, die Vorrang haben. Zuerst antwortest du Freiherr zu Ratenburg und dann Fairfried zu Rönne. Wieso sind die wichtig? Die sind doch mindestens schon 50. Ältere Männer haben manchmal Vorteile, von denen du noch gar nichts wissen kannst. Sieh dir nur Baronin Fiethoff an. Ihr Mann ist über 40 Jahre älter als sie und sie sind sehr glücklich. Das Bild geht heute noch an Baron von der Fuhl. Er wartet darauf. Waren während meiner Abwesenheit noch weitere Lieferanten da, die bezahlt werden müssen? Nein, gnädiger Herr. Der einzige Besucher war Herr Hartenstein. Er machte der jungen Gräfin seine Aufwartung und überreichte ihr ein Geschenk. Das hat mir nicht mehr gefallen, Theo. Dem Grafen muss das Wasser bis zum Hals stehen, wenn er schon seine Wände plündert. Gib ihm noch etwas auf den Kaufpreis drauf. Er hat sich einen kleinen Obolus verdient. Vielen Dank, Herr Hartenstein. Ich frage mich nur, wie er diesen opulenten Ball bezahlt hat. Er muss seine letzten Taler zusammengekratzt haben. Ja. Haben Sie bemerkt, ob seine Tochter einen der Verehrer favorisiert hat? Davon habe ich nichts mitbekommen. Andersherum war es allerdings kaum zu übersehen. Was nur zu gut zu verstehen ist. Sie können gehen. Graf Ahlen Geld zu geben, gefällt mir eigentlich gar nicht. Andererseits, wenn ich seinen Hausrat kaufe, dann ist er endgültig verloren. Was wollen Sie jetzt damit machen? Wollen Sie es aufhängen? Wollen Sie es aufhängen? Hans, dein Sinn für Humor ist wirklich unbezahlbar. Na los, ab in den Keller damit. Es war am Nil, wo es die größten und gefräßigsten Krokodile der Welt gibt. Ein kleines Mädchen war ins Wasser gefallen und plötzlich kamen von allen Seiten diese Mörderbestien angeschwommen. Ja, mir blieb nichts anderes übrig, als hinterher zu springen, sonst wäre die Kleine eine nette Vorspeise geworden. Ich greife also das Kind, klettere dem erstbesten Krokodil auf den Rücken und ziehe die Kleine hinauf. Aber wie soll ich jetzt von diesem Biest wieder runter und zurück ans Ufer? Ihr scheint meine Geschichten ja alle mächtig spannend zu finden. Wie soll ich dir antworten, Jörg, wenn ich den Mund voll habe? Aber Sophie scheint etwas vor sich hinzuträumen. Wie? Ich?
Ich habe mich nur gerade gefragt, warum das Bild da nicht mehr hängt. Gute Frage. Hat's gestern vielleicht einer der Gäste mitgenommen? Das Bild haben wir... Es wurde beschädigt beim Ball und ich habe es zum Restaurator gegeben. Ja, komisch. Also, als ich heute Morgen hier aufgewacht bin, war es noch in Ordnung. Ich würde ganz gerne nach oben gehen. Die letzte Nacht war doch sehr anstrengend. Geh nur, mein Liebes. Wir sind alle etwas erschöpft. Gute Nacht. Sophie. Maronen besorgt. Ja. Ich dachte, wir fangen einfach noch mal an dem Abend an, an dem wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Das war so schön. Und dann dachte ich, dass du mich hasst. Und ich dachte, du spielst mit mir. Dabei habe ich doch jede Sekunde an dich gedacht. Genau das hast du am ersten Abend auch gesagt. Ja, aber da war ich noch Johanna. Jetzt bin ich Sophie. Ich liebe dich, Sophie. Ich liebe dich.